Hey, liebe Blubberfreundinnen und liebe Blubberfreunde! Von Anja und Maike vom Kanal Book Friends Forever wurde ich zur Do I Have That Book Challenge herausgefordert. Diese Herausforderung habe ich natürlich super gerne angenommen, habe mich auf die Suche begeben und tue nun mein Bestes, die vielen, vielen Challenges, die einzelnen Aufgaben, die einzelnen Fragen zu erfüllen. Frage Nummer 1. Hast du ein Buch mit Büttenrand? Und gleich an der ersten Frage bin ich gescheitert. Nein, habe ich nicht. Wir springen deshalb schnell zu Frage Nummer 2. Hast du ein Buch mit 3 Leuten auf dem Cover? Und ja, das habe ich tatsächlich gefunden. Und zwar ist dieses Buch eigentlich prädestiniert dafür, es bei dieser Frage in die Kamera zu halten. Denn es geht auch um genau diese 3 Leute. Ich habe gefunden Ewig und Eins von Adriana Popescu. Auf dem Cover zu sehen sind Ben, Jasper und Ella, 3 Schulfreunde, die sich auf einem Klassentreffen nach vielen, vielen Jahren wiedersehen. Es ist viel Zeit vergangen, es ist viel passiert und doch verstehen sie sich sehr gut und deshalb beschließen sie, dass sie auch die Nacht gemeinsam verbringen möchten. Sie möchten die Nacht quasi zum Tag machen, noch ein bisschen um die Häuser ziehen, in Erinnerungen schwelgen und ja, an eine Zeit zurückdenken, die eigentlich schon längst vorbei ist. Doch es sind sehr, sehr, sehr viele Fragen von damals noch offen geblieben und Ellas Herz beginnt von Stunde zu Stunde schneller zu schlagen. Wieso, weshalb, warum? Das solltet ihr auf jeden Fall selbst herausfinden, falls ihr das Buch von Adriana Popescu noch nicht gelesen habt. Frage Nummer 3. Hast du ein Buch, das auf einer anderen fiktionalen Geschichte basiert? Ja, habe ich, und zwar dieses Buch. Aufstieg und Fall des außerordentlichen Simon Snow von Rainbow Rowell. Dies ist eine Fanfiction, die die Protagonistin aus dem Roman Fangirl geschrieben hat. Diese Fanfiction bzw. dieser Roman erinnert sehr stark an Harry Potter, hat auch sehr viele magische Elemente. Es geht um einen Zauberlehrling, es geht um eine Zauberschule. Viel mehr weiß ich aber noch nicht, weil ich dieses Buch noch nicht gelesen habe. Aber ich habe in letzter Zeit des Öfteren mal zu diesem Buch rübergeschielt. Es zieht mich magisch an. Fangirl hat mir damals unglaublich gut gefallen. Ich habe auch schon, was waren das noch von der Eleanor and Park, habe ich auch von Rainbow Rowell gelesen. Unglaublich tolle, starke Jugendbücher. Und jetzt bin ich natürlich auch gespannt, was sie hier aus dieser Geschichte gemacht hat, denn eine liebe Freundin von mir, die Vanessa, die nennt dieses Buch immer wieder als All-Time-Favoriten. Carry On heißt es in der Originalausgabe auf Englisch und das ist ein Buch, das, ja, das ihr sehr viel abverlangt hat, sie sehr emotional hat werden lassen und ich freue mich unglaublich darauf. Frage Nummer 4. Hast du ein Buch mit einem Titel, der 10 Buchstaben lang ist? Und Freunde, das sah echt lustig aus, wie ich hier durch mein Bücherregal getigert bin und immer wieder die Buchstaben auf dem Titel gezählt habe. Ja, ich bin fündig geworden und zwar hat Männertaxi von Andrea Kossmann genau 10 Buchstaben. Wow, diese Ausgabe sieht schon ziemlich durchgeflattert aus. Ich habe sie auch tatsächlich mehrfach ausgeliehen. Ich habe sie damals sehr, sehr, sehr geliebt. Ich glaube, die hat so einen kleinen Wasserschaden hier unten abbekommen. Aber ich möchte sie trotzdem nicht mehr hergeben. Das Buch damals war fantastisch. Es ist der erste und ich glaube, bisher auch einzige Roman von Kossi, von Andrea Kossmann. Und ich fand damals nicht nur die Idee hinter der Geschichte genial, sondern auch den Schreibstil und den Witz, der Humor, der hier drin steckt. Protagonistin Isa stellt sich nämlich die Frage, warum man Männer nicht eigentlich auch so einfach wie eine Pizza bestellen kann. Zum Beispiel, ich hätte gerne die Nummer 12, bitte extra scharf. Sie möchte diese Marktlücke schließen. Sie stellt eine sehr interessante, abwechslungsreiche Speisekarte zusammen. Und das Männertaxi rollt auch sehr gut an. Sie beflügelt somit nicht nur das Liebesleben ihrer Kundinnen, sondern auch ihr eigenes wird dabei ganz schön durcheinander gewirbelt. Kerstin Gier schreibt zu diesem Roman voller Wortwitz und abgedrehter Ideen, die mich beim Lesen in einem Fort kichern lassen. Man schließt Isa sofort ins Herz, vielleicht weil ihre Gedanken uns geradezu unheimlich vertraut vorkommen. Ich glaube nicht, dass es dieses Buch noch im Handel zu kaufen gibt, aber vielleicht habt ihr Glück und entdeckt es noch irgendwie in einer Mängelexemplarkiste oder gebraucht via Rebuy oder Medimobs. Ich kann euch dieses Buch auf jeden Fall empfehlen. Mir hat Männertaxi damals sehr, sehr, sehr lustige, unterhaltsame Lesestunden beschert. Frage Nummer 5. Hast du ein Buch mit einem Titel, der mit dem gleichen Buchstaben beginnt, mit dem er auch endet? Ja, da bin ich mehrfach in meinem Bücherregal fündig geworden und habe mich schlussendlich für ein Buch entschieden, das ich noch viel zu selten bisher in die Kamera gehalten habe und das ich leider auch immer noch nicht
gelesen habe. Nachts ist es leise in Teheran ist eine Familiengeschichte. Eine Geschichte über eine iranisch-deutsche Familie, die ihren Anfang 1979 in Teheran nimmt und den Bogen spannt bis in die deutsche Gegenwart. Es geht um Behzad, einen jungen linken Revolutionär, der in der mutigen, literaturbesessenen Nahid die Liebe seines Lebens gefunden hat. Sie fliehen zusammen nach Deutschland, bekommen dort drei Kinder, Laleh, Mo und Tara, die in Deutschland aufwachsen und zwischen den Welten zu Hause sind. Es soll ein hochaktueller, bewegender Roman über die Revolution, Unterdrückung, Widerstand und den unbedingten Wunsch nach Freiheit sein. Klingt auf jeden Fall ansprechend. Bisher ist irgendwie bei mir noch nicht der richtige Zeitpunkt gekommen, zu diesem Buch zu greifen. Ich warte noch darauf, bis ja, das Interesse noch mehr in mir kribbelt. Aber ich bin happy darüber, dass dieser Roman bei mir im Bücherregal steht. Und wenn die Zeit gekommen ist, dann glaube ich auch, dass er mich mit seiner Geschichte berühren und zum Nachdenken anregen kann. Frage Nummer 6. Hast du ein Buch von einem Autor, der ein Pseudonym verwendet? Ja, da habe ich tatsächlich so einige bei mir im Regal stehen. Ich habe mich jetzt für Mark Roderick entschieden. Mark Roderick hat die Bestsellerreihe Postmortem geschrieben. Das ist jetzt hier stellvertretend der erste Band, Tränen aus Blut. Mit Pseudonym ist es ja nicht ganz so einfach. Da muss man auch unterscheiden zwischen offenen und geschlossenen Pseudonym. Mark Roderick war anfangs ein geschlossenes Pseudonym. Das heißt, man wusste nicht, wer sich hinter diesem Namen verbirgt. Ein sehr aktuelles Beispiel für ein offenes Pseudonym ist hier Adriana Jakob. Es ist Adriana Popescu, da hat sie von vornherein kein Hehl draus gemacht. Es war von Anfang an bekannt, dass sie das ist. Und da sie ja bisher aufgrund ihrer Jugendbücher und ihrer Liebesromane bekannt geworden ist und sie eine andere Richtung mit diesem Krimi einschlagen wollte, hat sie sich hier für ein Pseudonym entschieden. So machen das ja, sehr viele Autoren. Bei Mark Roderick war das so ein bisschen anders. Ich bin happy, dass ich ihn schon vorher kannte. Das heißt, ich wusste, wer sich hier hinter verbirgt. Mittlerweile ist das geschlossene Pseudonym auch zu einem offenen Pseudonym geworden. Ich weiß nicht, ob es so extrem offen ist. Das heißt, wenn ihr herausfinden möchtet, wer sich dahinter verbirgt, dann googelt mal danach. Ich werde es jetzt hier nicht öffentlich erwähnen. Kann euch dieses Buch aber auf jeden Fall empfehlen. Hier geht es um den Profikiller Avram und die Interpol-Agentin Emilia Ness. Avram erhält eines Tages folgende Nachricht. Komm nach Hause und räche dich an denen, die uns getötet haben. Das mag jetzt im ersten Moment ein bisschen merkwürdig sein, weil Tote ja nicht wirklich eine Nachricht hinterlassen können. In dem Fall stammt die Nachricht von Avrams Bruder, der die Nachricht natürlich vor seinem Tod an seinen Bruder gesendet hat. Er wusste also, dass er in höchster Gefahr schwebt, beziehungsweise nicht nur das, er wusste, dass er und seine Familie sterben werden. Avram will also den Tod seiner Familie rächen und stößt dabei auf Emilia Ness, die auch aus eher kuriosen Gründen zu diesem Fall hinzugezogen wird, denn bei einer Leiche wird eine Notiz gefunden, eine Kontaktnotiz, auf der Emilia Ness Name zu lesen ist. Sie weiß aber nicht, was sie mit diesem Toten zu tun hat, trifft dann auf Avram und beide schauen, wie es hier hinten drauf steht, gemeinsam direkt in den Schlund der Hölle. Die Thematik, die in diesem Buch behandelt wird, ist wirklich nicht ohne. Was mir hier richtig, richtig gut gefallen hat, ist, obwohl Blut auf dem Cover zu sehen ist, ist es dem Autor gelungen, immer rechtzeitig abzublenden. Also alles, was hier Grausames passiert, wird quasi nur angeteasert in den meisten Fällen, sodass die Grausamkeiten sich in den Köpfen der Leser und Leserinnen abspielen. Bei mir hat es wunderbar funktioniert, dass ich eine Art Jugendschutz bei mir eingebaut habe und dass bei mir in meinen Vorstellungen kein Blut geflossen ist, vor allem in diesen Zusammenhängen. Ja, es ist sicherlich für viele nicht so einfach, das zu verkraften, aber ich finde, der Mark Roderick hat hier einen wahnsinnig, wahnsinnig gutes und verdammt spannenden Thriller geschrieben, der zu Recht seinen Platz auf der Bestsellerliste innehatte. Mittlerweile besteht die Postmortem-Reihe, glaube ich, aus drei oder vier Bänden. Drei stehen auf jeden Fall bei mir im Regal. Den zweiten habe ich, glaube ich, nur bis zur Hälfte ungefähr gelesen, weil er mir nicht mehr so gut gefallen hat. Also die Figuren, die Protagonisten finde ich unglaublich interessant. Das ist eine tolle, spannende Konstellation. Aber ich finde, im zweiten Band hat sich der Fall so ein bisschen gezogen und er war für mich nicht mehr interessant, sodass ich das Buch irgendwann schweren Herzens zur Seite gelegt habe. Aber im nächsten Jahr gibt es ein neues Buch von Mark Roderick, einen
Standalone, das heißt einen Einzeltitel, und da freue ich mich schon wieder megamäßig drauf. Frage Nummer 7. Hast du ein Buch mit dem Charakternamen als Titel? Ja, ich habe mich entschieden für Marina von Carlos Ruiz Zafón. Marina ist es nämlich, die das Leben unseres Protagonisten Oscars für immer verändern wird. Er ahnt es noch nicht, als er das erste Mal auf Marina trifft. Marina lebt nämlich mit ihrem Vater in einer alten Villa, die wie aus einer vergangenen Zeit zu sein scheint. Christoph Haas von der Süddeutschen Zeitung schreibt: Man kann dieses Buch sogar dem später verfassten Schatten des Windes vorziehen. Den habe ich hier auch noch liegen, ungelesen. Das ist ja so der bekannteste Roman von Carlos Ruiz Zafón. Ich meine, wenn man seinen Namen hört, denkt man als erstes an Der Schatten des Windes. Ich habe, wie gesagt, Der Schatten des Windes noch nicht gelesen und auch Marina noch nicht. Aber irgendwann wird auch hier die richtige Zeit für diesen Roman gekommen sein. Und ich glaube, wenn ich so an Anja und ihre Schwärmereien zurückdenke, glaube ich, dass ich hier in eine Welt hineingezogen werde, die einen nicht mehr so schnell loslässt. Frage Nummer 8. Hast du ein Buch, das 2 Karten hat? Und Leute, da habe ich mich schwer getan, aber nach langer Suche bin ich schlussendlich doch fündig geworden. Und zwar hier in Valhalla von Thomas Thiemeyer. Eigentlich hat es sogar 3 Karten. Also zum einen haben wir hier eine Karte von Norwegen und Spitzbergen. Dann haben wir hier eine Weltkarte. Und hinten im Buch befindet sich eine Karte von Valhalla. Wie es die Karte vermuten lässt, hat dieser Thriller einen eher außergewöhnlichen oder ungewöhnlichen Handlungsort. Er spielt in Spitzbergen. Dort untersucht nämlich die Archäologin Hannah Peters geheimnisvolle Strukturen unter dem arktischen Eis. Das Abschmelzen der Gletscher soll Fundamente eines mythischen Nordreiches zutage gefördert haben, doch Hannah ist nicht die Erste, die diese Ruinen erkundet. Es gibt nämlich einen Zeitsprung und wir kehren zurück ins Jahr 1944. Im annektierten Norwegen, fernab jeder Siedlung, reift ein Projekt, das grauenvoller ist als alles, was Menschen je ersonnen haben. Eine biologische Zeitbombe verborgen unter dem ewigen Eis. Ihr Codename Valhalla. Atemlose Spannung in der Arktis, der neue Spitzenthriller von Thomas Thiemeyer. Ich bin ein großer Fan der Bücher des Autors, habe Valhalla immer noch nicht gelesen. Ich hoffe, Thomas sieht dieses Video jetzt nicht. Ich wollte es schon längst gelesen haben. Es klingt super duper spannend. Ich liebe seine Bücher. Es kommt jetzt auch im nächsten Jahr ein neues Jugendbuch von ihm raus. Ich kann es gar nicht erwarten. Das sind so meine Favoriten von ihm, die Jugendbücher. Die sind einfach unglaublich toll, aber auch hier mit seinen erwachsenen Thrillern konnte er mich bisher durchweg überzeugen. Frage Nummer 9. Hast du ein Buch, das zu einer Serie verfilmt wurde? Eigentlich muss ich diese Frage mit Nein beantworten, denn ich glaube, ich habe in meinen Bücherregalen kein Buch, das zu einer Serie verfilmt wurde. Also ja, natürlich stehen bei mir auch Bücher im Bücherregal, die zu Filmen verfilmt wurden. Aber jetzt zum Beispiel Tote Mädchen lügen nicht, steht bei mir nicht im Regal, was mir jetzt spontan dazu einfallen würde. Deswegen müsste ich diese Frage eigentlich mit Nein beantworten. Ich habe hier aber ein Buch, das zu einer Serie entstanden ist. Also, You Are Wanted von Arno Strobel. Das ist nämlich der gleichnamige Thriller. Nein, das ist der Thriller zur gleichnamigen Amazon Prime Serie von und mit Matthias Schweighöfer. Hätte Arno Strobel nicht dieses Buch geschrieben, dann hätte ich es definitiv nicht gelesen. Ich bin ein bekennender Nicht-Fan von Amazon, aber in dem Fall habe ich eine Ausnahme gemacht. Muss aber sagen, dass ich fand den Thriller schon gut, aber es war eben kein typischer Strobel. Es war mal was anderes. Ich glaube, so hat er es auch reingeschrieben. Liebe Anka, ich wünsche dir viel Spaß bei einem etwas anderen Strobel. Zwinker, Smiley, Arno. Ja, You Are Wanted. Hier geht es um Lukas Franke. Er ist Projektmanager in einem Berliner Kongresszentrum und er wird Opfer eines mysteriösen Hackerangriffs, der scheinbar zufällig seinen beruflichen Erfolg und sein privates Glück in Gefahr bringt. Denn er findet sich im Zentrum von Ereignissen wieder, die ihn nicht nur seine Familie, sondern auch sein Leben kosten können. Es ist ein Thriller, der sehr actiongeladen ist. Vielleicht habt ihr die Serie gesehen. Ich bin auch ein großer Fan von Matthias Schweighöfer, habe aber, da ich kein Amazon-Konto habe, die Serie nicht gesehen. Sehr, sehr, sehr schade. Ich hätte gerne mal reingeschaut, denn grundsätzlich ist es eine sehr spannende, rasante Story.
einigermaßen gut umgesetzt. Also ich bin hier schon am Ball geblieben, aber als bekennender Strobel-Fan bin ich einfach anderes von dem Autor gewohnt. Frage Nummer 10. Hast du ein Buch, das von einer berühmten Person geschrieben wurde? Hier ist es nicht ein Buch einer berühmten Autorin oder eines berühmten Autors gemeint, sondern ein Buch einer Person, die aufgrund anderer Gegebenheiten, anderer Talente berühmt geworden ist und dann ein Buch geschrieben hat. So, ich habe mich hier in diesem Fall für dieses Buch, für diesen berühmten Mann entschieden. Adnan für Anfänger, mein Deutschland heißt Almanya, von Adnan Maral. Adnan Maral ist ein bekannter deutscher Schauspieler. Ihr kennt ihn vielleicht aus der Serie Türkisch für Anfänger. Da ist er so richtig bekannt geworden. Er ist nicht nur ein fantastischer Schauspieler, sondern auch ein unheimlich lustiger und sympathischer Mensch. Ich durfte ihn bereits auf der Frankfurter Buchmesse kennenlernen, habe auch kurz einen E-Mail-Kontakt mit ihm gehabt und habe das Gespräch mit ihm unheimlich genossen. Ich habe aber nicht nur das Gespräch mit ihm genossen, sondern fand auch dieses Buch ganz toll. Es ist eine Art Autobiografie, also es geht natürlich um ihn und um seine Erfahrungen, aber es ist auch irgendwie mehr als eine Autobiografie. Das sagt auch Frank-Walter Steinmeier. Er sagt nämlich, Adnan für Anfänger ist mehr als eine Autobiografie, es ist ein kleiner Bildungsroman für unser Land. Ich lese euch gern kurz vor, was hinten drauf steht. Das ist nämlich genauso lustig wie das Buch an sich. Es ist aber nicht nur lustig, sondern regt auch so ein bisschen zum Nachdenken an. Es hat auch Substanz. Also, Millionen Deutsche essen Döner, fahren in den Türkei-Urlaub und sind Türkisch für Anfänger-Fans. Ist es da verwunderlich, dass ein Türke Schwarzbrot, Currywurst und Biergärten liebt? Mit herzerwärmendem Humor erzählt Adnan Maral von seinem Leben in Almanya. Vom Halbmond über dem Tannenbaum, seinen Reisen mit dem Außenminister an den Bosporus und den irrwitzigen Erlebnissen mit Deutschen und Türken gleichermaßen. Kein Wunder, dass Marals ostanatolische Zwergbergziegen manchmal mit ihm durchgehen. Zum Beispiel, wenn beim Dreh von Türkisch für Anfänger alles schief geht. Oder wenn er dafür kämpft, nach 40 Jahren endlich den deutschen Pass zu bekommen. Und wer zur Hölle ist eigentlich dieser Adrian Müller, mit dem er ständig verwechselt wird? Ja, das ist auch wieder ein Buch, das ich euch ans Herz legen kann. Es hat mir sehr gut gefallen. Und ich denke, man kann es auch sehr gut lesen, wenn man kein Fan von Adnan Maral ist. Frage Nummer 11. Hast du ein Buch mit einer Uhr auf dem Cover? Ich glaube nicht. Also ich habe jetzt wirklich viele Bücher bei mir aus dem Bücherregal gezogen, von denen ich dachte, dass da vielleicht eine Uhr drauf sein könnte. Es hat sich aber keine Uhr auf dem Cover befunden, deswegen habe ich irgendwann meine Suche aufgegeben und werde diese Frage leider mit Nein beantworten. Wir springen deshalb schnell zur Frage Nummer 12, die folgendermaßen lautet: Hast du ein Buch mit Gedichten? Und nein, wieder nicht. Ich habe kein Gedichtband bei mir stehen. Ich bin auch kein großer Fan davon. Also mir geben Gedichte nicht so viel wie anderen. Ich finde es toll, wenn man Gedichte schreibt. Ich finde es toll, wenn Gedichte bei ihren Leserinnen und Lesern irgendwas bewirken können. Aber für mich sind Gedichte ja irgendwie nicht so berührend, nicht so mit einer großen Auswirkung behaftet wie bei anderen. Wir springen weiter zur Frage Nummer 13, die lautet: Hast du ein Buch mit einem Award-Aufkleber? Und jein, weil, also grundsätzlich gehöre ich auch zu den Personen, die diese Bestseller, Spiegel-Bestseller-Aufkleber vom Cover abknibbeln, weil ich das nicht so schön finde. Aber manchmal gibt es eben auch solche Aufkleber, die nicht gut abgehen. Und dann lasse ich sie auch schon mal drauf. In dem Fall zeige ich euch mal stellvertretend dafür, für eines der vielen Bücher mit diesem Aufkleber drauf, dieses hier, Todeskleid von Karen Rose, und dieses hier hat einen Spiegel-Bestseller-Aufkleber. Ich sehe gerade, es hat nicht nur einen Spiegel-Bestseller-Aufkleber, sondern auch einen weiteren Aufkleber, der zeigt Autographed Copy. Den habe ich bekommen, als ich nämlich die Autorin auf der Frankfurter Buchmesse, Frankfurt oder Leipzig, ich glaube, es war Frankfurt oder war es Leipzig, ich weiß es nicht mehr, getroffen habe am Stand von Drömer Knauer. Da hatte ich einen anderen Termin mit einer Verlagsmitarbeiterin und die hat mich dann kurzerhand geschnappt und sämtlichen Autoren, die da am Stand unterwegs waren, vorgestellt. Das war relativ zur Anfangszeit von Ankas Geblubber, also zu Beginn der intensiven Buchbloggerzeit. Und das war schon so ein richtig krasser Moment für mich, als ich dann vor allem solchen Größen der Literaturbranche gegenüberstand. Karen Rose war übrigens super sympathisch. Sie hatte irgendwo dann ihr Wasser stehen lassen. Ich habe sie noch
vorbeigebracht. Das heißt, ich habe Karen Rose das Wasser gereicht. Ja, so viel zu der Anekdote. Ganz kurz noch zum Inhalt des Buches. Ich habe es noch nicht gelesen. Es geht hier um die Privatdetektivin Paige Holden, die für einen Klienten ermittelt, der wegen Mordes im Gefängnis sitzt. Unschuldig, behauptet er. Doch dann wird seine Frau auf offener Straße von einem Scharfschützen erschossen und ein zweiter Schuss fällt, der die attraktive Paige nur um ein paar Millimeter verfehlt. Die Geschehnisse der nächsten 5 Minuten entscheiden über Leben oder Tod. Publishers Weekly schreibt, rasant schockierend, Hochspannung pur, einfach genial. Frage Nummer 14. Hast du ein Buch von einem Autor mit den gleichen Initialen wie du? Ich habe fast aufgegeben. Ich habe nach zweierlei Initialen gesucht. Zum einen nach AM, also meinem Namen, Anka, und mein Nachname. Und dann habe ich alternativ aber auch nach AG gesucht, wie Ankas Geblubber. Bei AG bin ich nicht fündig geworden. Das wäre zum Beispiel Andreas Gruber, aber ich habe keinen Gruber bei mir im Regal stehen. Aber bei AM bin ich fündig geworden. Ganz zum Schluss noch. Und zwar Antonia Michaelis mit Der Märchenerzähler. Ich glaube, über dieses Buch muss ich kein Wort mehr verlieren. Jeder kennt es, jeder hat schon mal irgendwie was davon gehört. Es ist sehr umstritten, wird gehasst und geliebt. Mit mir hat es irgendwie was ganz Besonderes gemacht. Ich habe eine Rezension zu diesem Buch geschrieben, in der ich versucht habe, meine Gefühle irgendwie in Worte zu fassen. Es ist mir nicht wirklich gut gelungen, glaube ich. Es ist auf jeden Fall ein Buch, das unter die Haut ging und das mich beim Lesen ganz doll berührt hat, auf unterschiedliche Art und Weise. Ja. Also ich gehörte jetzt nicht zu den Menschen, die dieses Buch gehasst haben. Und es steht auch immer noch bei mir im Regal, weil es irgendwie, es war außergewöhnlich. Das Leseerlebnis mit diesem Buch war sehr, sehr, sehr außergewöhnlich. Frage Nummer 15. Hast du ein Buch mit Kurzgeschichten? Und ja, das habe ich. Da kramen wir nochmal einen Strobel raus. Und zwar ist das Als Edda die Fliege in Feuerland traf. Eine Kurzgeschichtensammlung von Arno Strobel. Es ist mittlerweile, also die hat er selbst herausgebracht und die gab es auch immer nur bei seinen Lesungen zu kaufen. Mittlerweile ist eine von einem Verlag, ich glaube vom Fischer Verlag auch, aufgelegte Kurzgeschichtensammlung erschienen. Ich weiß gar nicht, ob da alle, die hier drin stehen, auch da drin stehen. Aber es lohnt sich definitiv, da mal reinzulesen, um zu erfahren, dass Arno Strobel nicht nur Thriller kann. Der gute Herr Strobel hat nämlich auch einen sehr gesunden Humor, teilweise ein bisschen bissig, teilweise ein bisschen spitz, aber das gefällt mir auch. Skurrile Geschichten aus dem Alltag, augenzwinkernd, hintergründig auf den Punkt gebracht. Arno Strobel zeigt sich von einer anderen Seite. Also da, ja, tatsächlich möchte ich den Fans von Arno Strobel die Kurzgeschichtensammlung empfehlen, um ihren Bestseller-Autor, der jetzt übrigens mit Offline einen Nummer 1 Bestseller geschrieben hat, ja, mal von einer anderen Seite kennenzulernen. Eine meiner Top-Lieblingsgeschichten ist Die Fliege. Ich habe sie schon mehrfach von ihm gelesen, gehört. Ich habe mehrfach Tränen gelacht. Ja. Ah, was für eine schöne Erinnerung. Ich sehe gerade, dass hier noch die Eintrittskarte drin ist von der Lesung, bei der ich damals dieses Buch gekauft habe. Dienstag, der 25.02.2014, das ist jetzt schon fünfeinhalb Jahre her. Unglaublich. Ich kann mich aber noch sehr, sehr, sehr gut an diesen Abend erinnern. Da war auch der Wolf Dorn als Zuhörer im Publikum dabei. Es war ein besonderer Abend, an dem ich, glaube ich, mein erstes Autogramm als Anka von Ankas Geblubber geschrieben habe. Da kam nämlich eine Zuschauerin an. Ich stand da gerade mit Wolf Dorn. Wir haben noch auf Arno gewartet, der noch signiert hat. Und sie kam zu mir und hat mich um ein Autogramm gebeten, als tatsächlich der Bestseller-Autor Wolf Dorn daneben stand. Und das war schon ein sehr besonderer Moment und der Abend war auch noch richtig, richtig cool. Eine sehr lustige Erinnerung auch noch daran, hier ist es natürlich signiert, das Buch. Und zwar ist es das einzige Buch, das ich in meinem Bücherregal stehen habe, das mit Edding signiert ist. Denn, die Geschichte ist eine andere Geschichte, aber es war lustig, dass, ja, wer lässt sich schon ein Buch mit Edding signieren? Ich habe es getan, weil es die Situation nicht anders zugelassen hat, aber ja. Super lustig, super, super lustig. Ein toller Abend und vor allem eine tolle Kurzgeschichtensammlung. Mann, ich schweife ab.
Zu viele Anekdoten heute. Hüpfen wir zur vorletzten Frage, Frage Nummer 16. Hast du ein Buch, das zwischen 500 und 510 Seiten lang ist? Ah, das ist auch lustig, ne? Du stehst vor deinem Bücherregal und blätterst alle dicken Bücher durch und hast dann Bücher, die 520 Seiten lang sind oder 499 Seiten und denkst dir nur, nein, wieso nicht eine Seite mehr? Ich habe dann aber doch ein Buch gefunden. Und zwar Goldene Zeiten im Gepäck von Adriana Popescu. Das ist ihr neuester Roman, den ich auch schon angelesen habe. Und dieses Buch hat, wenn man die Danksagung weglässt, genau 510 Seiten. Es ist ein Roadtrip-Roman, der die rüstige Altenheimbewohnerin Frau Kaiser und die junge Pflegehelferin Carla auf eine ganz besondere Reise führen wird. Dieser Roman bedeutet der Autorin sehr, sehr, sehr viel. Ich wollte ihn sofort lesen, weil ich auch eigene Erinnerungen an die Entstehungszeit quasi mit diesem Buch verbinde. Aber er triggert mich noch zu sehr und erinnert mich an Erlebnisse, die ich dieses Jahr hatte, die einfach noch irgendwie zu frisch sind. Und deswegen muss dieses Buch noch ein bisschen ruhen. Aber ich denke, dass ich es im nächsten Jahr lesen und auch in vollsten Zügen genießen werde. So, wir sind bei der letzten Frage angekommen. Die lautet folgendermaßen. Frage Nummer 17. Hast du ein Buch, das von zwei oder mehr Autoren oder Autorinnen geschrieben wurde? Ja, da habe ich auch einige in meinem Regal stehen. Ich könnte jetzt euch Fremd von Arno Strobel und Ursula Posnanski zeigen. Seht ihr das noch hier an der Seite? Ich glaube nicht. Ich habe mich aber für ein Buch entschieden, das vielleicht nicht ganz so sehr bekannt ist, obwohl es eigentlich, glaube ich, auch ein Bestseller geworden ist. Aber ich habe es hier auf BookTube noch viel zu selten gesehen. Dabei ist es ein ganz, ganz, ganz tolles Buch. Es heißt Wir Kassettenkinder, eine Liebeserklärung an die 80er von Stefan Bonner und Anne Weiß. Natürlich ist es jetzt nicht unbedingt was für die ganz jungen Booktuberinnen und Booktuber hier, die mit den 80ern nicht wirklich was verbinden. Ich bin zwar in den 80ern geboren, bin in den 90ern aufgewachsen und kann deshalb trotzdem noch ganz, ganz doll hier zurückfühlen. Und es gibt Dinge, Erlebnisse, Anekdoten, die auch ich irgendwie in Erinnerung habe, beziehungsweise die mich an meine Kindheit erinnern. Und es ist einfach toll, zurückzublicken. Man wird immer wieder an Momente erinnert, die man vielleicht schon vergessen hat und die dann plötzlich hier wieder auftauchen. Es ist wirklich eine Liebeserklärung, ganz, ganz, ganz toll geschrieben. Eine Liebeserklärung an eine besondere, bunte Zeit, in der viel Neues passiert ist. Ja, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Geschrieben übrigens von Stefan Bonner und Anne Weiß, denn darum geht es ja eigentlich bei dieser Frage. Auch zwei sehr sympathische Menschen. Ich habe sie beide persönlich kennenlernen dürfen. Vielleicht noch ganz kurz, was steht denn hier hinten drauf? Vielleicht kann ich euch damit noch ein bisschen mehr anfixen, dieses Buch zu lesen. Zurückgespult in die 80er. Erinnerst du dich noch an die Zeit, in der wir am Sonntagnachmittag vor dem Kassettenrekorder saßen, bereit die Aufnahmetaste zu drücken, wenn der Moderator den nächsten Hit spielte? Das haben wir in den 90ern auch gemacht. Als wir Stirnbänder und Dallas-Frisuren trugen, Neonfarben geil fanden, uns zum ersten Mal verliebten, die Sommer endlos waren und ein gelungener Samstagabend mit einer Saalwette schloss. Ach ja, da kann man wirklich ganz hervorragend in Erinnerung schwelgen. Definitiv ein Buch, das ich nicht mehr hergebe und ich denke, ich werde es auch irgendwann nochmal lesen. Es ist auch ein Buch, das ich immer wieder gerne empfehle, weil viele mit den 80ern ähnliche Erinnerungen verbinden und hier einfach eine kleine Zeitreise machen können. So, und damit sind wir am Ende dieser Challenge angekommen. Ich glaube, ich habe mich einigermaßen gut geschlagen. Es waren jetzt 3 Fragen, meine ich, die ich nicht beantworten konnte. 3 von 17. Ich möchte gerne wissen, wie viele Fragen ihr denn beantworten könnt. Welche Bücher stehen in euren Regalen? Habt ihr einen besseren Schnitt als ich? Ich glaube schon, oder? Weil, ich meine, wir sind ja alle Book-Nerds, aber ich bin kein Book-Nerd, der Bücher sammelt. Meine Bücher verlassen relativ schnell wieder meine Bücherregale, es sei denn, sie haben einen besonderen emotionalen Wert, sind signiert etc. Das habt ihr ja jetzt hier bei den Titeln zum Teil gesehen. So, jetzt hat sich... Seht ihr das? Es hat sich zum Schluss noch meine Speicherkarte verabschiedet. Deswegen filme ich jetzt noch flott mit dem Honigkrallen, mit dem Handy. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Tag. Ich würde mich freuen, wenn ihr ihn auf eure Kanäle, auf eure Blogs mitnehmt. Die Fragen sind doch ganz interessant und man bekommt wirklich ganz unterschiedliche Bücher zu sehen. Vielen Dank, liebe Blubberfreundinnen und Blubberfreunde, fürs Einschalten. Und wenn ihr Lust habt, dann bis zum nächsten Mal.